Wer hier lebt, der macht sich keine Illusionen mehr. Quasi Owusu zeigt uns seine selbstgezimmerte Hütte. Vor 15 Jahren ist er aus Ghana nach Spanien gekommen, um hier zu arbeiten. Der Traum von einem besseren Leben, für Kwasi scheint er ausgeträumt. Das hier geht doch nicht. Wenn das Feuer fängt, dann haben wir ein Problem. Von uns erwartet man, dass wir gut arbeiten. Also haben wir doch auch ein Recht auf eine ganz normale Wohnung. Das ist einfach nicht fair. Keiner will ihm eine Wohnung vermieten, obwohl er ganz legal eine Aufenthaltsgenehmigung besitzt. Also ist Kwasi gezwungen, in diesem Slum zu leben, wo Trinkwasser mühsam angekarrt wird und wo man sich im Freien wäscht. Wie ihm geht es vielen afrikanischen Migranten in der andalusischen Provinz Almeria. Hier, wo sie als Tagelöhner in Gewächshäusern arbeiten, oft für einen Hungerlohn. Schaut her, da drinnen ist es noch viel heißer als draußen. Und der Besitzer zahlt nicht gut. 33, 34 Euro am Tag, mehr nicht. Hier arbeitest du ohne Vertrag. Migranten sind als billige Arbeitskräfte aus dem Gemüsegarten Spaniens nicht mehr wegzudenken. Hier, wo Tomaten, Paprika und Melonen unter Plastikplanen wachsen. Viele werden illegal beschäftigt und ohne Arbeitsvertrag finden sie auch keine Wohnung. Wir konfrontieren Landwirte mit der Situation, doch zunächst will keiner mit uns reden, kein Interview, Filmen unerwünscht. Dieser Mann erklärt sich aber bereit. Auch Juan López beschäftigt Tagelöhner aus Afrika. Er versichert, sie alle hätten einen Vertrag, seien sozialversichert, bekämen 40 Euro am Tag. Er könne aber nachvollziehen, warum manche Landwirte weniger zahlen und sich die Sozialabgaben sparen. Zu groß sei der wirtschaftliche Druck. An der Ware verdienten vor allem die Zwischenhändler und nicht die Bauern. Um 2000 Kilo Paprika zu ernten, brauche ich einen ganzen Tag. Dazu benötige ich 8 Leute. Der Erlös für die Ware müsste einfach etwas höher sein. Dann könnte ich auch meine Leute besser bezahlen. Frühmorgens gleicht manches Viertel einem Straßenstrich. Migranten warten auf Abholer. Wer Glück hat, wird eingesammelt und zur Arbeit ins Gewächshaus gebracht. Von ihnen traut sich keiner, mit uns zu reden. Wir fragen diesen Fahrer. Er ist Spanier und sagt, er tue nur, was man ihm befehle. Ich bin auch nur ein einfacher Arbeiter. Mir geht's genauso wie den Immigranten. Tatsächlich arbeiten auch viele Spanier unter prekären Bedingungen. Auch sie sind nicht ausreichend oder gar nicht versichert. Im Gegensatz zu Spaniern wüssten Migranten aber oft gar nicht, was ihnen zustehe, sagen Gewerkschafter wie José García. Er spricht ganz offen von Ausbeutung. Nach Schichtende verteilt er Infozettel am Werkstor einer Plantage. Ihr müsst 46 Euro pro Arbeitstag bekommen, nicht 30. Für jeden Tag muss euer Chef in die Sozialversicherung einzahlen, damit ihr später mal etwas Rente bekommt. Und es stehen euch Schutzmasken zu, wenn ihr mit Chemikalien hantiert. Die Arbeitssicherheit ist wichtig, sonst werdet ihr krank. Die meisten Tagelöhner trauen sich aber nicht, auf ihr Recht zu pochen. Sie könnten gefeuert werden. Der Feind ist immer derselbe, die Angst. Und die Regierung? Sie schaue bewusst weg, sagen die Gewerkschafter. Die betreiben eine Vogelstrauß-Politik und stecken den Kopf in den Sand. Auf dass sie bloß keine Probleme bekommen, das interessiert die nicht. Man muss wissen, der Großteil der Tagelöhner in Almeria wählt nicht, also haben sie keine Lobby. Wir fragen nach bei den Behörden in Almeria, bekommen aber kein Interview. Tagelöhner Kwasi Owusu ist verbittert. Nach 15 Jahren hat er das Vertrauen in Spanien verloren. Ich will doch nur, dass die Behörden hier den Leuten dabei helfen, eine Wohnung zu finden. Und dass sie sich für uns einsetzen, damit wir ein bisschen mehr verdienen. Wir haben doch davon keine Ahnung. Von dem Geld, was Kwasi in Spanien verdient, ernährt er seine Frau und seine drei Kinder.
Sie sind in Ghana geblieben. Er vermisse sie jeden Tag, sagt er. Doch nach Europa holen wolle er sie lieber nicht. Nicht unter diesen Umständen.